Hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2 Update. Das erste, was ich gesehen habe, war erstmal der Hauptbildschirm und dann gehe ich so auf LAN und keine Spielstände mehr. Dann habe ich das Spiel beendet, weil ich dachte, ich habe dann das falsche Spiel und ja, ich habe original Half-Life 2 gestartet, dieses Spiel. Wenn man nicht richtig guckt, ne? Strom ist gut. Stimmt, wir sind hier an der Brücke und die Brücke ist nett. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich jetzt genug Platz habe. Doch, ich müsste genug Platz haben. Ladezone. Half-Life 2 hat damals sowas von lang gedauert, lang gebraucht zum Laden. Was jetzt allerdings nicht mehr der Fall ist. Wie sieht es mit der Arbeitsspeicherauslastung aus? 56, okay, hier geht es anscheinend noch. Ich habe einige Spiele, die gehen schön hoch bis 90%. Ich habe mir mal ordentlich Arbeitsspeicher besorgt. 2-8er-Regel. Die sollten meine 2-4er dann ordentlich unterstützen können. Raketen. Wollen wir mit Raketen zu tun haben werden? Da ist ein Barnacle. Ja, gut, dann gehen wir mal nach oben, ne? Ich glaube, da haben wir die besseren Chancen. Oh, noch mehr Strom. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Strom sehr schnell wieder loswerden. Da kann man das Auto schön von hier aus sehen. Ey, kann man den Todesstern von hier aus sehen? Das wäre voll geil. Sand. Uff, wie der Wind pustet. Ja, runterfallen wäre nicht gut. War der Nebel schon immer da? Naja. Okay, wir sollen hier rüber. Rüber kommen wir natürlich. Runter kommen wir sicherlich über die eine Art, aber. Oh, Musik. Aber hoch können wir. Aber nur in diese Richtung. Und ich will diese Klette weg haben. Jetzt mache ich mal mit Pistolen. Falls ich nämlich rennen muss und das wird irgendwann der Fall sein, dann muss ich mich schnell bewegen können. Ja, ich speichere oft. Das muss ich auch in diesem Spiel. Da, sterb. Hey, es hat mich nicht getroffen. Erdbeben? Komm, Erdbeben. Ach, ein Zug oben. Ah. Wundern, wenn hier irgendwas einbricht. Okay, hier muss ich also runter. Das ist ja sehr nett. Ich gehe mal hier lang. Das ist, glaube ich, noch der humanere Weg. Da kommt noch einer. Oder auch nicht. Fake-Züge gibt's auch. So, hier drin ist auf jeden Fall etwas. Triggern. Oh, in der Armbrust. Weil, hatte ich ja schon vorher. Hä? Hier ist ja nichts. So.
Warum so viele Raketen hier? Ich glaube, es wird mit Raketen zu tun geben hier. Ach, ducken ist nicht Tockel, ey. Ich dachte, ich duck die ganze Zeit, aber es ist der falsche Weg. Unten gibt's Leben. Das mag jetzt verrückt klingen, aber ich gehe mal eben jenes Leben holen. Oh, meint ihr, den treffe ich? Hahaha. Zwei Gegner, die ich später nicht mehr brauche. So. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hoch. Ja. Geh weg. Pro-Tipp, selbst wenn der Sturz hier überlebensfähig aussieht, wenn du unten bist, stirbst du. So. Ich will nur dieses Leben hier nach oben haben. Ich werde es 100 pro nämlich brauchen hier unten. So. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ja. Man kann auch hier schnell durchgehen, also man kann hier den Weg hier nach unten springen. Ich glaube, das werde ich auch machen müssen. Dann verschanzt man sich mal hier, dann geht man hier entlang. Man kann entsprechend von hier oben dann da hochklettern und dann runterspringen. Glaube ich. Machen wir aber erst, wenn wir hier fertig sind. So, jetzt geht's hier weiter. Da hinten sehe ich schon Kisten. Kisten sind toll. Kisten sind super. Das war schon schief gegangen beinahe. Ja. Ja, ich werde den schnellen Weg machen. Ich gehe dann hier lang, dann da und da und dann renne ich so schnell wie es geht nach unten. Ja, das habe ich gewusst. Die Waffen liegen hier perfekt aufgereiht. Finde ich gut. Ah, die Brücke. Ein sehr schönes Bild dafür eigentlich. Ja, es geht einen einfachen Weg hier rüber. So, mal gut, ich habe die Leute jetzt abgeschossen, weil sonst hätten sie mich jetzt schon gefunden. Hier war doch eine Kiste, oder? Ne? Ja. So, und unser Ziel ist einerseits hier und da hinten auch. Dahin müssen wir ein Auto hin. Das im Moment auf der anderen Seite der Ladezone steht. Hier ist auch nochmal Leben. Das brauche ich dann auch gleich. Komme ich jetzt von unten, oder? Ich gehe mal davon aus, dass der Weg gleich blockiert sein wird, deswegen. Da. Ja, irgendwas liegt hier. Ich werde es brauchen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Scheiße.
Ich meine, ich löse Sachen heute elegant. Die hatten sich gerade vertan mit der Granate. Das war noch nicht das Kraftfeld auf der anderen Seite. Das war dieses Kraftfeld. So, ja, und ihr seht, hier endet das Kabel. Oh, das Zeug werde ich sowas von brauchen. Den Raketenwerfer habe ich bereits, das ist sehr gut. Ja, was mache ich denn nur? Wie mache ich das? Das und die SMG, glaube ich, ist am besten. Oh, ich habe dafür auch wieder genug Waffen. Also die und die. Ja, nochmal eine Shotgun-Muni, das ist ganz gut. Speichern, ja, ihr hört's. Gerade geschossen eigentlich. Boah, ist das weiß, ich sehe ja nichts. So, schon mal voll fett Damage gemacht, das ist sehr gut. Speicher doch. So, und lauf. Fuck. Shit, das geht doch noch um. Mist, das Leben ist weg. Verdammt. Ich dachte, das ging nach unten. Jetzt habe ich das ganze Leben weggeworfen. Aber ich brauche es auch noch nicht. Au, 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 au. Oh, macht der Schaden, ey. Oh, meine Fresse. Hey, cool, ich hab's. Hei, hei, hei. Cool. Ja, jetzt wird's, jetzt ist es nicht mehr so gefährlich hier. Ja, die sind sehr schwer zu zerstören. Da ist das Auto hinten noch. Sehr gut. Und wir haben nichts mehr verloren. Außer unsere Rüstung.
Thank you.